Servus, hier ist wieder euer Reporter Berla für euch. Auf dem Hofer Volksfest an Tag 2. Heute zeigen wir euch weitere Highlights. Kommt mit, seid gespannt und los geht's, oder? Los geht's! So ihr Lieben, jetzt geht's zur Sache. David und ich zeigen euch jetzt mal, wie wir richtig schießen. Mal schauen, wer gewinnt. Der Bessere? Natürlich. So, jetzt habe ich dann mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Aber richtig. Aber ich denke, wir machen jetzt einen richtigen Wettkampf draus. Und später zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Na, das will ich erst einmal sehen. Hier sind wir an einem ganz schönen Stand, besonders auffällig, kreativ gestaltet. David, ich glaube, den schauen wir uns jetzt einfach mal näher an. So, ich stehe hier mit der Sandra in ihrem Maiskolbenstand. Ich habe mal eine Frage, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon hier auf dem Hofer Volksfest? Ich mache es insgesamt schon seit 24 Jahren, bin ich selbstständig und auf dem Hofer Volksfest genauso lange schon vertreten. Also da ich sehr gern Knoblauch esse, ist der mit Knoblauchbutter und Knoblauchsalz sehr gut. Na, den probiere ich doch dann gleich einmal. Perfekt. Darf nichts sagen. Perfekt. So, jetzt hat es ein wenig angenehm abgekühlt und wie man sehen kann, der Biergarten ist rappelvoll. Hallo zusammen, wie ist die Stimmung bei euch am Tisch? Geil, gut ist die Stimmung. Ich würde sagen, saugut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihr habt euch ja gerade in einer Reihe aufgestellt. Hat es irgendeinen Grund gehabt? Wir machen das grundsätzlich einmal im Jahr, immer am Volksfest, alle zusammen. Und es sind mittlerweile 30 Leute. Ja, davon 15 Frauen. So, wir sind hier bei unserer lieben Wilma. Und zwar bei einem total wilden Fahrgeschäft. Wilma, was war los gestern? Ja, wir hatten in unserem Zylinder, wo das Geschäft hochfährt, da war eine Dichtung kaputt. Okay, cool, dann ist heute Fahrspaß vorprogrammiert. Predator, auf geht's! Mega, mega gut. So, wir gehen jetzt erst einmal hinunter in die Hallen, denn da spielt nämlich Eiszeit. Das war unser Tag 2 auf Hofer Volksfest. Wir feiern jetzt weiter mit Eiszeit. Morgen für euch in der Hallen Ratschmidt, Hofer Volksfest. Denn dort ist Feierler.